wir haben endlich unseren Helikopter fertig. Den haben wir endlich fertig. Wir wollten, glaube ich, noch einen zweiten bauen. Weil das halt geht. Wir können ja mal einfach mal reinstellen. In 7 Stunden wird einer gebaut. Aktuell sieht das auch ganz gut aus mit den Ressourcen hier, dass das hier hinterherkommt. Und unser Infanterieoffizier, der wird auch gebaut. ST04 Infi Level 1. Mehr als ein Level wird er auch nicht kriegen. Oh ja. Ja, ja, da können wir ja Helikopter bauen. Da wird nochmal in Sofia. Sofia, Moment. In Sofia ja nicht. Hier soll vorne soll ja noch irgendwo mein Helikopter gebaut werden. Also zumindest Flugplatz dafür. Dann gerne auch Rüstungsindustrie schon auf 5 bringen. Das ist dann gerne gesehen. Und hier auch. Hier und hier und hier. Dann auf jeden Fall Hubschrauber und Flugplätze auf jeden Fall mehr als genug da sind. Da würde ich ja Jagdflugzeuge bauen, sobald es halt geht. Aber unsere Ressourcenproduktion, die steigt. Das ist schon mal sehr wichtig. So. Gucken wir mal, ob wir irgendwas forschen können, was Kleines. Ich hätte ja gerne eine Arti, wäre gar nicht mehr so dumm. Aber ich glaube, da dürfen wir noch ein bisschen warten. Die Warteschlange ist ja Gott sei Dank auch nicht so lang. Es war keine Truppen drin. Ich glaube, das sollte ich mal ändern. Dass überall mal, wo kein Flugzeug gebaut wird, mal ein Infanterietrupp angefordert wird. Ich glaube, es wird auch mal langsam Zeit. Dann ist gut. Wir brauchen ja langsam Soldaten. Würde ich sagen, gucke ich morgen nochmal rein, wie es dann ist, wie weit es dann vorangegangen ist. Aber sonst sieht es eigentlich ganz gut aus, auch mit dem Krieg, was hier läuft. Sonst mische ich mich hier bald mal ein, was die so Sache ist, wenn er hier nichts weiter baut. Und so bin ich erstmal gespannt, wie es überhaupt funktioniert. Gucke ich morgen nochmal rein. So, meine Freunde, dann sind wir jetzt bei Tag 11 und ich habe mir jetzt gedacht, gut, Serbien gewinnt den Krieg, also ich falle hier langsam mal in Serbien ein. Das heißt, die und die sammeln sich hier, dass ich morgen effektiv angreifen kann. Die bleiben genau hier. Kriegen aber Unterstützung von 2 Infanteristen, die hier hingehen. Und werden hier Hubschrauber gebaut. Ja, der ist in 2 Stunden fertig. Das heißt, ich habe hier nachher Hubschrauberunterstützung mit dabei. Und Infanteristen werden, glaube ich, auch schon gebaut. Ja, die werden auch alle gebaut. Läuft auch wunderbar so. Und das soll auch weiter so laufen. Hoffe ich zumindest. Was habe ich denn bisher geforscht? Aufklärer habe ich auch geforscht, das ist gut, aber davon muss ich auch mal langsam welche bauen. Sonst wird es schlecht sein für mich. So, hier mal direkt 2 Stück. Hier auch nochmal 2 Stück in die Liste. Und Hubschrauber. Ja, die brauchen wir auf jeden Fall. Noch ein paar. Die brauchen wir auf jeden Fall, dann ist das Deck voll. Und das ist ja auch ziemlich wichtig, dass das so ist. So, dann haben wir eine Kriegsplanung. Die war an Tag 12 auf jeden Fall beginnen. Kommen wir, was wolle. Müssen wir aber langsam und taktisch vorgehen. Ich möchte als erstes hier in Belgrad rein, dass ich hier quasi gewinne und dann, sobald ich in Belgrad drin bin, den Hubschrauber hier drüber kreisen lasse. Dass dann hier in dem Sinne nichts weiter einfällt. So, das ist der Plan und ich hoffe, das geht so auf. Dann sehen wir uns mal an, ob es aufgeht. Tag 12. Und wir fangen den Krieg jetzt an. Wir erklären hier jetzt auf jeden Fall Serbien den Krieg. Direkt. Und wir müssen halt den Krieg auch
Ne, es geht halt gewinnen. Wow, hab falsch positioniert, wa? Mach ich's nämlich so, dass wir so laufen, die dann heute Abend da sind. Und der setzt sich dann dahin. Ich glaube, das ist jetzt gerade genau der richtige Moment, wo ich angreifen sollte. Die ziehen sich dann hier zusammen. Und gehen dann nachher hier hin. Als Stack zusammen. Die hier haben jetzt erstmal die folgende Aufgabe. Erstmal hier hin zu fliegen, um da zu clearen. Ich hoffe, das klappt auch so. Oh, oh, oh. Hier kann ich meine Jagdbomber bauen. Meine Jagdflugzeuge. Ich habe hier im Moment so viele Ressourcen. In Thema Komponenten. Das heißt, sie gehen jetzt alle in Jagdflugzeuge drauf. Das heißt, ich muss gucken, dass ich meine Elektronik auch höher kriege. Das heißt, hier schön auf Level 5 ballern. Und dann ist gut. Forschung sieht eigentlich auch bis jetzt so aus, dass ich nichts forschen kann. Aber ich habe 5 Städte, in denen ich Einheiten produziere. Also es beginnt. Ich kann auch erst hier hingehen. Dann hierhin, dann dorthin. Ja, so mache ich das. 27 Angriff, so im Durchschnitt. Also 30 Angriff gegen Infanteristen und 45 Verteidigung. Ist dieses Bataillon einfach unglaublich stark. Und dann gucke ich später nochmal rein. Ja, da sind auf jeden Fall Truppen. Das Flugzeug fliegt hier jetzt schon das zweite Mal hin. Ein bisschen Schaden hat der Helikopter gekriegt. Ich denke, da wird so ein Dreier-Stack sein. So ein, vielleicht ein Aufklärungsfahrzeug und 2 Infanteristen. Ja, und bis... Solange der Trupp hier noch nicht da ist, fliegt das Flugzeug weiter hier drauf und bombardiert schön weiter. Und sobald ich dann heute Nachmittag mal reingucke, setze ich mal das Flugzeug hier runter auf Belgrad. Und macht das da erstmal clear. Dieser eine Trupp, der da ist, der wird ja so dermaßen verschlungen worden. Verschlungen werden, sobald die Division hier durchgeht. Das ist ja ein schöner 9er-Stack, kein 10er-Stack, aber der hat trotzdem schon ordentlich Kraft. Auch wenn ich jetzt nur Level 1-Einheiten benutzen darf. Ist zwar schwach, wenn ich natürlich dasselbe als Voll-Level sehe, entgegenkommt, habe ich natürlich total verkackt. Aber müssen wir mal gucken. Ich vermute, das Land ist KI gesteuert, sonst würden hier nicht auf einmal viele Aufklärer da sein. 6 Einheiten schon vernichtet, ja okay, war ja schon vorher was. Aber das läuft ja so, denke ich mal, dass es so funktioniert. Hier läuft auch einer rüber, hier hin. Ich muss halt gucken, dass ich hier die Einheiten schnell vertreibe. Bis dahin. Das schaffst du, Kollege. Dann gehst du direkt hier rüber. So, wo ist der nächste Ball fertig? Der kriegt den Auftrag, hierhin zu marschieren. Und der kriegt den Auftrag, direkt hierhin zu marschieren. Moment. Da. Sind dann die Einheiten direkt unterwegs dahin. Unterstützen dann halt auch da zusammen. So kriege ich das dann auch hin. Das dann so ein bisschen, ja, weiß so ein bisschen, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Aufklärer da sind, ne? Aber ich habe gegen Panzer halt nicht so viel Machenschaften hier. Ja, besser hier wieder ein bisschen Befehle stoppen und dann ist gut. So, das macht mir hier ja keine Sorgen. Wenn ich das hier ein bisschen verlieren sollte, dann ist das so, dann hole ich mir das halt zurück. Ich habe jetzt erstmal den angefordert, dass er hier den einnimmt, wegen der nimmt ja dann Provinzen ein. Und das will ich ja nicht. Ja, der macht dann Fight mit denen und dann, wenn die nächsten ausgebildet sind, machen die es so.
Guck ich gleich nochmal rein. So, meine Flugzeuge lasse ich jetzt in dem Bereich kreisen. Die haben einmal hier angegriffen gehabt. Normalerweise müsste das hier nicht das Problem sein. Ich schicke hier trotzdem mal einen Nationalgarde einfach mal hier hin, falls wir die nicht erwischen. Aber die stehen ja hier, die müssen ja nur noch ein halbes Leben haben oder so. Ist ja für die kein Problem. Dann ist da nichts mehr. So nach der Sicht, wie jetzt hier gerade ist. Aber das glaube ich nicht. Würde ich nämlich so machen. So. So. Dann hier Angriff. Dann wird das, glaube ich, schon gut geschwächt sein, wenn die Flugzeuge so hier kreisen, dass sie die beiden Städte so im Blick haben. Die kommen hier so, wie es aussieht, einfach so ohne Probleme durch. Dass die Stadt einfach übernommen wird. Der macht hier ja einen Umweg darüber. Hier werden wir direkt mal eine örtliche Industrie bauen. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Damit wir auch ganz schön schnell Nachschub bekommen. Und dann gucke ich gleich nochmal kurz rein, wie es dann so ist. So, wir haben auf jeden Fall schon mal Nis eingenommen. Jetzt geht's nach Pristana weiter. Ja. Oh, ich hatte gerade einen schönen Livestream hinter mir. Also bin ein bisschen K.O. Aber nichtsdestotrotz, wir schicken gleich unsere Elite Infanteristen gleich direkt weiter. Ich lasse hier immer zwei Truppen stehen in den Städten. Das ist wegen den Revolten. Damit, wenn eine Revolte kommt, auch die Revolte verteidigt werden kann. Wegen mit Level 1 ist es ein bisschen hart, mit einem Truppen so eine Revolte aufzuhalten. Diese Flugzeuge, Hubschrauber schießen jetzt diese Infanteristen hier ab. Die werde ich dann wahrscheinlich dann morgen bekämpfen. Nachdem ich, denke ich, mein Jagdflugzeug fertig habe. Wegen nicht, dass wir einen Hubschrauber verlieren, das wäre nicht so schön. Wenn, können wir sowieso erstmal, glaube ich, auch mal ein Krankenhaus in Auftrag geben, ne? Ja, sowieso einmal. So, die Truppen laufen hier weiter ins Ungewisse. Ich hoffe mal, dass das passt, dass da keine großen Truppen wirklich großartig sitzen. Und dass ich da gut vorankomme. Sonst sieht der Krieg eigentlich ganz gut aus. Wir werden hier langsam aber sicher vorrücken. Und das schaue ich mir dann morgen früh nochmal genauer an. Und ihr seht das dann in der nächsten Folge. Denn das war's dann mit dieser Folge. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und liken, abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Schrank.